Herzlich willkommen bei QTF. In 6 kurzen Videos zeigen wir Ihnen die 6 Schritte des QTF-Konzepts. Wir sind bei Schritt 3 angekommen, dem Wechsel des Anlagenwassers. Nicht einfach wegschütten. QTF kann verunreinigtes Anlagenwasser ohne Betriebsunterbrechung sanieren. Dadurch lassen sich ein Flüssigkeitswechsel und die damit verbundenen Kosten häufig vermeiden. Stark verschmutztes Anlagenwasser sollte dagegen ausgetauscht werden. Einfach wegschütten ist allerdings keine gute Idee. Erst die Analyse zeigt, ob die Flüssigkeit in das kommunale Abwassersystem gelangen darf. Es ist wichtig, den Zustand des Anlagenwassers zu kennen, insbesondere bei Undichtheiten. Eventuell ist auch eine Nachfiltrierung erforderlich, um Rückstände aus früheren Spülvorgängen zu entfernen. Dies gewährleistet die hohe Qualität der Betriebsflüssigkeit und damit der gesamten Anlage. Bei Verwendung eines Glykolgemischs oder eines anderen Kälteträgers wird der gesamte Inhalt ausgetauscht. Die Entsorgung der verbrauchten Flüssigkeit übernimmt QTF. Danach wird die Anlage mit frischem Glykolgemisch befüllt und entgast. Das war Schritt 3 des QTF-Konzepts, der Austausch des Anlagenwassers. Im nächsten Video geht es um Schritt 4, die Schnellentgasung. Bis später!